Als ich ein Kind war, wollte ich immer in den Zoo. Ich habe meine Eltern häufig angefleht, einen Tagesausflug dorthin zu unternehmen. Die Tiere faszinierten mich einfach. Ganz besonders die Affen. Doch mit der Zeit wird man älter. Ich hinterfragte und realisierte Dinge, auf die ich früher nie geachtet habe. Wie fühlen sich die Affen im Zoo? Ist eingesperrt zu sein ein Gefühl der Freiheitsberaubung? Und inwiefern sind die Affen uns ähnlich? Nach 2 Tagen Vorbereitung, der 1. Drehtag. Heute begleiten wir Kevin Rolf, den Zoolotsen des Dortmunder Zoos. Roger, komm mal ran hier. Komm. Gillette, kommst du auch? Schmackofatz, die Rabauken. Ja, ich habe ja jetzt hier 2 verschiedene Sachen. Einmal hier diese Kiste, die ist eigentlich mehr für den Rater gedacht, also für den Rechten. Denn der ist eher ungeduldig. Und Gillette, diese Papptüte, die ist etwas schwieriger für sie. Denn die hat mehr so die Geduld. Also müssen wir da individuell auf die Charaktere der Tiere eingehen und können da. Ja, der wird schon fleißig gespielt. Man ist schon nervös. Gut, Raja, wie sieht's aus? Mag ich bei den Siamangs den Raja total gerne. Da habe ich auch so, glaube ich, auch ein bisschen Bezug zu ihm. Der war eine Zeit lang alleine, seine Mama ist gestorben. Und das ist eine Tierart, die in der Regel einer Ehe lebt. Also wirklich auch monogam leben. Und dann war der wirklich so ein halbes Jahr alleine und dann habe ich mich da mehr so bei ihm reingefuchst, habe auch in anderen Zoos dann mal geguckt, was machen die mit ihren Siamangs. Ich hatte zu Hause so ein altes Kokosmüsli gehabt. Das waren noch ein paar Krümel, das hat sich für mich nicht mehr gelohnt, das zu essen. Und dann habe ich den eine Tierbeschäftigung gebastelt. Das ist einfach eine Kiste mit Lauch. Da drin war auch noch Wassermelone von zu Hause und dieses Kokosmüsli. Einfach reingekippt und er musste sich das da rausfummeln. So. Und dann hat er die Melone genommen, da war das Müsli drin. Ich dachte, ah, cool, er frisst jetzt die Melone. Hat die genommen, das Müsli abgelutscht und die Melone weggeschmissen. Ich fand das Müsli so toll. Das ist eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, weil die so prägend einfach war. Und das sind dann viele solcher Sachen, die man da hier einfach erlebt. Herr Rolf hat sich als Jugendlicher nicht wirklich für die Schule interessiert. Mit einem Hauptschulabschluss begann er nach vielem Hin und Her im Gelsenkirchener Zoo zu jobben. Nach einiger Zeit und vielen Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, begann er im Dortmunder Zoo zu arbeiten. Wie beginnt dann ein typischer Tag hier bei Ihnen? Erstmal kämpfen, dass ich pünktlich komme. Das ist jeden Morgen mein Kampf, den ich mit mir selber führe. Also erst was ich mache, ist dann einmal kurz umziehen, Schuhe wechseln, dann mich dann auch einstempeln, dass ich ja da bin. Ich möchte ja auch bezahlt werden, auch wenn ich sehr gerne hier bin. Meine Rechnungen, die lassen mich von Luft und Liebe bezahlen. Und dann gucken, was ansteht. Also jeder Tag ist einfach anders. Ich kann jetzt nicht sagen, ab 9.15 Uhr ist das so und so und ab 11.30 Uhr so. Es ist wirklich jeder Tag anders. Auch wenn ich morgens weiß, es könnte so laufen, es ist immer anders. Aber auch der Feierabend ist. Kann ich pünktlich gehen, das ist sehr schwierig in meinem Job. Können Sie uns sagen, wie viele Affenarten gibt es denn hier? Ja, wir haben einmal zurzeit den Orang-Utan hier bei uns im Zoo, der als ja, so mit der einzige Menschenaffenvertreter. Dann haben wir noch den Gibbon, also den Siamang, der so Menschenaffen ähnlich ist. Dann haben wir noch die Totenkopfaffen, die Zwergseidenäffchen, die Kaiserschnurrbarttamarine und dann noch für uns ganz spannend den Zwergblumblori. Gibt es interessante persönliche Biografien zu einzelnen Affen? Ja, bei allen. Bei allen. Das heißt, die Tiere, die wir hier bei uns im Zoo haben, das sind ja nicht einfach irgendwelche Tiere, sondern sie haben Charakter, sie haben Namen, wir feiern teilweise die Geburtstage. Und da sind zum Beispiel bei unseren Zwergkomploris, der Flori, der ist geschmuggelt worden. Der ist noch in der Natur geboren, der ist 2015 über Bangkok, Thailand nach München geschmuggelt und da, von da aus dann nach Leipzig und hat dort dann 3 Jahre illegal zu Hause gelebt. Also bei jemandem privat zu Hause, sollte dort verkauft werden. Das ist natürlich dann so eher besondere Sachen.
ist der Flori, das ist der Geschmuggelte und das ist die Marlene. So, guck mal, lecker Schnauchschränke, Marlene. Flori, du auch? Hier, Florida, möchtest du eine Stabschrecke? Ja, das ist aber nicht neu. Das ist Flori. Herr Rolf erzählte uns, dass er einer von jährlich tausenden Plumploris ist, die auf dem Tiermarkt in Indonesien landen. Eingezwängt in verdreckten Käfigen oder sogar im Handgepäck gelangen sie nach Europa. Beim Betreten des Affenhauses steigt einem direkt ein stickiger und warmer Geruch in die Nase. Wir schnappen die Kamera und laufen die Treppen hoch und runter, um die flinken Affen auf die Kamera zu bekommen. Früher habe ich mich gefragt, wer sich um die Zootiere kümmert. Ich habe die Menschen gesehen, wie sie zu den Tieren reingegangen sind. Sie haben die Gehege gefegt und Stroh ausgetauscht. Heute sprechen wir mit einer von ihnen. Die Zootierpflegerin und Revierleiterin Silvia Prefke. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Mein Vater hatte immer ganz viele Tiere. Ich bin da schon, wo ich klein war, mit Tieren in Berührung gekommen. Und dann war für mich klar, wenn ich irgendwas mache, dann ist das mit Tieren. Wie sieht denn so Ihr täglicher Arbeitsablauf hier im Affenhaus aus? Also wir machen natürlich, wir holen die rein. Dann machen wir die Gehege sauber. Dann machen wir Medical Training mit den Affen. Also sie lernen bei uns Spritze, Rücken zeigen, einfach damit wir was zu tun haben. Dann versuchen wir die wieder dann packen wir sie wieder auf ihren Anlagen. Aber natürlich nur mit Beschäftigung. Affen müssen immer irgendwas zu tun haben. Ja, dann machen wir nochmal Reinigungsarbeiten. Wir machen das Futter für die Affen. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon 8 Stunden rum und dann können wir eigentlich auch schon nach Hause gehen. Jeder Affe, der hier sitzt, oder bei uns jetzt die Orang-Utans, haben alle ihr Schicksal, genauso wie wir Menschen auch. Also den Jenko, dass der ja keinen Arm mehr hat, die Mokko, die schon in mehreren Zoos war und wir das Vertrauen zu ihr erkämpfen mussten so. Der Walter, der eigentlich ein recht friedlicher Orang-Mann ist. Jeder Affe auf seine Art ist hier ganz, ganz anders. Also sie sind nicht alle gleich. Man kann nicht sagen, ich arbeite mit Orang-Utans und alle ticken gleich. Jeder tickt anders, weil jeder seine Vorgeschichte hat. Jeder hat eine andere Mutter gehabt, einen anderen Vater, wie wir Menschen auch. Können Sie uns etwas mehr zu dem Affen erzählen, der nur einen Arm hat? Ja, der Jenko, dem seine Mutter ist in Hannover gestorben. Und wir hatten ja eine Mutter, die hatte noch Milch und dann hat man versucht, den Jenko zu der Mutter einzugewöhnen. Das hat dann auch super geklappt, weil sonst wäre der ja jetzt nicht mehr bei uns. Und dann ist aber ein Unfall passiert, dass unser Orang-Mann den Jenko den Arm weggebissen hat. Und so hat jeder Affe seine eigene Geschichte. Zum Beispiel Walter, ein 34-jähriger Orang-Utan. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass ein richtiges Monster vor dir steht.
Er ist aber eigentlich ein sehr sensibler und lieber Affe. Im Frankfurter Zoo geboren, kam er nach Leipzig. Dort hat er als Jungtier weibliche Affen belästigt bzw. vergewaltigt. Aus diesem Grund wurde er für 9 Tage nach Schweden gebracht. Dort fühlte er sich sehr unwohl und er weigerte sich, Nahrung zu sich zu nehmen. Deshalb ist er zurück nach Leipzig gebracht worden und dann nach Dortmund. Die Mutter Suma wurde von Hand aufgezogen. Im April 2017 hatte sie eine Fehlgeburt und musste mit Hilfe eines Kaiserschnitts gerettet werden. Und danach brachte sie ihr 2. Kind, Cleo, unter sorgfältiger Überwachung auf die Welt. Unsere Drehzeit im Affenhaus nähert sich dem Ende. Das Videomaterial wurde sortiert und wir beginnen mit dem Schnitt. Parallel machen wir ein Interview mit dem Evolutionsforscher Bernd Roslin-Broich. Wir wollen wissen, wie nah uns die Affen wirklich stehen. Also das ist der Sahelanthropus chadensis. Der wird auf etwa 6 bis 7 Millionen Jahre vor heute geschätzt. Das ist also die älteste Spur, die wir vom Menschen, von den Menschenvorfahren haben zurzeit. Das ist ein Neandertaler. Also da liegt jetzt sehr viel Evolution dazwischen schon, verschiedene Formen, die in der Zwischenzeit existiert haben. Und der Neandertaler, der hat ja so typischerweise vor 90.000 Jahren gelebt. Also bis vor etwa 40.000 vor heute hat er gelebt, auch noch ein bisschen älter. Aber da sieht man eben, was für eine umfangreiche Evolution das Schädelvolumen durchgemacht hat. Und dann kann man davon ausgehen, dass da ein sehr viel größeres Gehirn da drin ist. Und das kann man schon beim Neandertaler ganz gut sehen, der ein sehr großes Gehirn hatte. Auch ein kulturfähiger Mensch war. Der hat also schon sehr schöne Steinwerkzeuge gehabt. Der hat das Feuer sicher beherrscht. Der hatte Bekleidung, der hatte Behausungen. Der auch lange Zeit hier in unseren Landschaften parallel zum Homo sapiens gelebt hat. Und man weiß inzwischen auch, dass es begrenzte Vermischungen zwischen beiden gegeben hat. Und wir tragen durchaus einige Neandertaler-Gene in unseren Genen auch mit. Können Sie uns etwas dazu sagen, ob wir von den Affen abstammen? Also wir stammen auf keinen Fall von den Affen ab, die heute leben. Und da muss man wirklich sagen, das hat auch noch nie ein Wissenschaftler behauptet. Auch in dieser heißen Diskussion, die man im 19. Jahrhundert hatte. Sondern die Frage ist ja, haben wir einen gemeinsamen Vorfahren mit den Affen? Also die Frage, stammen wir von den Affen ab, ist einfach von der Frage her schon ganz falsch gestellt, sondern wir haben einen gemeinsamen Vorfahren mit den Affen, das ist so. Und diesen gemeinsamen Vorfahren kennt man nicht. Im 19. Jahrhundert, und das zieht sich bis heute immer noch so hin, da einen großen Aufschrei gegeben bei vielen Menschen, dass wir so eine Verwandtschaft mit diesen wilden Tieren haben sollten. Der Mensch hat sich ja immer für was Besseres gehalten. Und da würde ich zuerst einmal sagen, was ist denn da so schlimm dran? Wenn man wirklich lernt, was für wunderbare Tiere die Affen sind, was für ein Bewusstsein da schon ist, was für Fähigkeiten die haben, wie sensibel die ist, was für Sozialstrukturen da sind, wie die lernen können, wie die erfinderisch sein können und alles das, können wir doch eigentlich nur froh sein, dass das unsere engsten Verwandten sind. Diese Wunderwelt von Tieren sind unsere nächsten Verwandten. Da können wir froh sein, da können wir stolz drauf sein. Und ich denke, wir müssen lernen, das auch viel mehr zu schätzen und anzunehmen und da heraus auch eben den Schutz dieser Affen zu entwickeln. Weil das sind unsere nächsten Cousinen und Cousins. Ne? Wir haben bereits die Affen des Dortmunder Zoos gefilmt und 2 Mitarbeiter von dort interviewt.
Wir hatten den oberflächlichen Eindruck, dass dort alles gut läuft und der Zoolotse hat berichtet, dass es den Tieren gut geht und man jedes Tier, mit paar Ausnahmen, in einem Zoo halten könnte. Wie stehen Sie und vor allem die Forschung zu dieser Aussage, insbesondere in Bezug auf die Affen? Ja, das ist ja ein ganz komplexes Thema und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Da gibt es ja richtig intensive Aktionen, die Haltung von Menschenaffen in Zoos überhaupt zu verbieten. Die Zoos argumentieren, dass es notwendig ist, die zu halten. Und das ist eine schwierige Diskussion. Was sich in den letzten Jahrzehnten sicherlich massiv verbessert hat, sind die Haltungsformen. Dass man einfach viel größere Gehege hat, viel größere Möglichkeiten, wo die Tiere eben sich frei bewegen können. Diese alten Haltungsformen in Käfigen oder einem begrenzten Raum und so, dass die doch zunehmend verlassen werden, das ist ja oft ein sehr großer Aufwand und das schafft man dann vielleicht nicht immer alles so ganz, aber die Tendenz, wenn man so in die Zoos kommt, ist doch so, dass da immer mehr an doch ganz guten Bedingungen für die Affen geschaffen wird. Sicherlich auch angetrieben durch die Kritik, die da eben jetzt entstanden ist. Es sind ja viele Menschen massiv dagegen, dass überhaupt irgendwelche Affen im Zoo gehalten werden. Das kann ich auch sehr anerkennen, weil es sicherlich so eine Frage ist. Haben die da wirklich ihr natürliches Habitat und haben sie so natürlich nicht, aber haben die da ihre natürlichen Möglichkeiten weitgehend? Und dann kommt natürlich auch diese grundsätzliche Frage von Zoo auf. Darf man überhaupt Tiere im Zoo halten und quasi einsperren? Da würde ich sagen, ja, die Zoos werden gebraucht. Und das eine ist sicherlich, damit die Menschen diese wunderbaren Tiere kennenlernen können, damit man sie eben wahrnehmen kann, damit man sie auch ein Bewusstsein davon bekommen kann. Und da könnte vielleicht auch noch mehr gemacht werden. Ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir diese Verbindung zur Natur verloren haben. Wir haben durch das Filmprojekt gelernt, dass es viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Zoo gibt und dass jede davon seine Daseinsberechtigung hat. Es gibt viele positive wie auch negative Aspekte vom Zoo. Und jeder muss für sich entscheiden, wie er diese gewichtet. Aber eins ist klar, und zwar, dass dem Zoo noch viel Entwicklung bevorsteht.